Schon ist es wieder soweit. Wir feiern den zweiten Advent und wir freuen uns sehr darüber, dass Sie uns an diesem wirklich außergewöhnlichen Tag natürlich auch ein wenig zuschauen möchten. Wir haben natürlich auch hier unseren Weihnachtskranz, hier unseren Adventskranz auf dem Tisch. Und ich darf dich bitten, Anne, mal die Kerzchen anzuzünden, oder? Ich liebe das, ja. Das mache ich immer am liebsten, weil dann, wenn man eine Kerze schon mal angebrannt hat, weiß man, okay, jetzt geht es los. Ja. Aber bei der zweiten Kerze, da kann ich es kaum noch abwarten, dass Weihnachten vor der Tür steht. Und so ein Weihnachtskranz ist ja was Tolles. Habt ihr den schon geschmückt? Also du, Carsten? Ich habe schon die erste Deko rausgeholt. Ich bin noch nicht in die Vollen gegangen. Aber jetzt definitiv, so in der nächsten Woche, habe ich mal vor, da vielleicht auch schon mal nach einem Weihnachtsbaum zu schauen und so weiter. Dann stelle ich in der Regel so ein paar Tage vor Weihnachten, stelle ich den auf. Dann nehme ich mir die Zeit und schmücke den schön. Also was in dieser Art. Aber so die ersten Weihnachtsdekorationen habe ich natürlich schon. Ich habe auch vor kurzem die Eingangstür bei mir ein wenig geschmückt. Gehört auch mit dazu. Ja, also wir sind auch schon fertig. Komplett. Also ich liebe ja das weihnachtliche Schmücken. Gerade so Dekorationen, da kann ich mich ja nicht satt sehen. Und gerade wenn es um unsere Kissen geht, ach, die sind so schön. Vor allen Dingen habe ich mir jetzt hier Kissen rausgesucht. Die haben zwar ein recht weihnachtliches Motiv, aber nicht zu weihnachtlich. Das heißt, du kannst sie auch noch nach Weihnachten dekorieren. Das sind unsere Dekokissen mit dem Namen Kerzenmotiv und die sind beleuchtet. Schauen Sie mal, wie schön die aussehen. Die flackern, als wären das echte Kerzen. Ist aber in Wirklichkeit modernste LED-Technik. Also das leuchtet und funkelt so schön. Also immer, wenn wir die Kissen vorstellen, weiß ich, okay, jetzt geht es auf Weihnachten zu. Und im letzten Jahr, Carsten, war das so, unsere Kissen waren sofort ausverkauft. Die waren so beliebt, gerade jetzt, auch dieses Jahr, ne, die Weihnachtsmärkte finden nicht statt. Wir können nichts machen, wir bleiben zu Hause. Und da ist es wenigstens schön, wenn du es dir zu Hause gemütlich machst. Und schauen Sie, wenn dann solche tollen Kissen hier auf Ihrem Sofa liegen oder auf dem Bett, ne, die auch noch so täuschend echt flackern. Also ich finde, die sind wunderschön gemacht. Gerade so dieses rustikale Motiv. Ne. Und so Stumpenkerzen sind ja unfassbar teuer. Ja, das ist richtig. Also wenn man die in echt kauft, hat man natürlich zum einen wieder die Gefahren von echtem Feuer mit Ruß und so weiter und eine Riesensauerei mitunter, wenn man nicht aufpasst. Die sehen einfach nur wunderschön aus. Ich finde vom Motiv alleine schon toll, von den Farbgebungen her. Das Ganze auch noch sehr schön dekoriert und dann auch noch dieses Flackerlicht mit dazu, in diesem schönen, warmweißen, diesem schon fast Champagner-ähnlichen Ton des Kerzenflackerns hier im oberen Teil. Und sie sind so richtig schön bauschig und fluschig. Also da muss man ganz klar dazu sagen, die Frage wird uns häufiger gestellt, bekomme ich denn nur den Kissenbezug oder ist das Kissen schon mit dabei? Das ist ja hier eine Einheit. Unsere Kunden kriegen ja beides und dann auch noch in dieser schönen, flauschigen Qualität. Du kannst sie übrigens auch waschen. Also man kann den Bezug auch abnehmen und bei bis zu 30 Grad waschen. Ja, also hier bekommen Sie für 9,99 € Kissenbezug plus das Kissen. Schauen Sie, das ist unser Geschenk für Sie am zweiten Advent, deswegen auch zwei Kerzen. Ich finde das so schön und passend. Aber wie gesagt, auch nach Weihnachten sehen die schön aus. Guck dir das mal das Flackern an. Siehst du das? Wenn es jetzt bei Ihnen noch in der Wohnung dunkel ist, dann leuchtet das, wie es nicht schöner sein kann. Ich liebe indirekte Beleuchtung. Also jetzt in der grauen, kalten Jahreszeit, ich lasse die Festtagsbeleuchtung eigentlich den ganzen Tag aus. Bei mir habe ich wirklich überall nur so Lichterketten, Kerzen, Dekokissen. Ich bin ein ganz großer Fan von, weil das macht so diese gemütliche Stimmung einfach aus. Ne? Ja, also wenn ich nach Hause komme, mache ich also auch als allererstes mal bei mir im Flur diese Kerze an. Auch eine LED-Kerze, ganz einfach kurz auf die Fernbedienung gedrückt und dann ist sie auch schon an. Dann geht es ins Wohnzimmer und natürlich macht man nicht das große Licht an. Wäre ja viel zu ungemütlich, dann lieber mal so die ein oder andere Kerze. Ich habe auch schon einiges, wie gesagt, dekoriert. Das macht einfach eine schöne, besinnliche Stimmung und das direkt, wenn man nach Hause kommt. Und ich finde, gerade auch in diesem Jahr ist es wieder so wichtig, dass man sich zu Hause ganz einfach wohlfühlt. Und wenn wir Ihnen hier für ganz, ganz kleines Geld, für noch nicht mal 10 Euro mit so einer schönen Deko, mit so einem schönen Dekokissen da auch noch entgegenkommen können, glaube ich, ist allen geholfen. Die NX 8179 und die 569, Sie können auch gerne mehrmals zugreifen. Vielleicht möchten Sie eins behalten, vielleicht noch ein weiteres verschenken, vielleicht für Freunde, Bekannte oder Verwandte. Es ist einfach ein ganz, ganz tolles Motiv, muss man klar sagen. Ja, es ist wunderschön, deswegen greifen Sie hier zu. Auch bei unseren Batterien, wir zeigen Ihnen jetzt noch den Typ Doppel-A, die kommen hier hinein. Ja, Typ Doppel-A kann man natürlich auch im Haushalt wunderbar gebrauchen für Fernbedienungen, für Küchenwagen, für Uhren, gerade für Kinderspielzeug. Wenn Sie Weihnachten Kinderspielzeug verschenken, unbedingt an die Batterien denken. Die sind meistens nicht dabei. Manchmal sind die dabei, aber dann doch eher sehr selten. Und auch in unsere Dekoration kommen die Batterien hinein. Genau, also da am besten gleich mal in aller Ruhe drüber nachdenken und greifen Sie da bitte zu und feiern Sie mit uns gerne noch ein wenig gemeinsam den zweiten Advent. Schön, dass Sie da sind.